Stormborn bietet uns in der zweiten Episode wohl einer der besten und gleichzeitig spannendsten Game of Thrones Folgen bis jetzt. Die Frage ist nur, was macht Stormborn aus? Was macht Stormborn anders, um besser zu sein als seine Vorgänger? Das Ergebnis von 59 Minuten. Die Antworten auf offene Fragen, die Spekulation auf Wartendes und die spannenden, fesselnden Plots, wie sie uns erzählt werden, gerade auch die immer wiederkehrenden Parallelen in Bezug auf Staffel 1. Aber eines setzt sich sehr konsequent in Staffel 7 durch: das Tempo. Während wir in den vergangenen Staffeln gemütlich durch die Geschichte von Game of Thrones durchgeführt wurden, steigt das Tempo gerade in den ersten beiden Episoden von Staffel 7 rasant an. Daenerys ist nun endlich zu Hause und plant schon ihren Eroberungsfeldzug durch Westeros. Dabei löst sie vorerst noch einen Konflikt, mit welchem bestimmt keiner gerechnet hatte. Euer Hoheit, ich tat, was getan werden musste. Um selbst zu überleben. Lord Varys hat sich bewährt als loyaler Diener. Sich als loyal bewährt im Gegenteil, meine ich. Wenn ihm ein Monarch missfällt, konspiriert er, um den Nächsten krönen zu lassen. Was für eine Art Diener ist das? Die Art, die das Reich. Varys wird begnadigt und schwört mit seinem Leben, dass er immer loyal und ehrlich gegenüber Daenerys dient. Ein Akt, der bisher immer unüblich war. Daenerys will eben das Gegenteil ihres Vaters sein. Gerade haben wir beschlossen, alle zu begnadigen, die einst dem falschen König dienten. Aerys schürte Angst und Vergeltung gegenüber seinen Feinden. Wer gegen ihn sprach, wurde getötet. Daenerys hingegen nimmt Rat und Tat an und möchte eine echte Königin des gemeinen Volkes werden, eben jenem Volk, hinter dem auch Varys steht. Wem meine Loyalität gehört? Nicht irgendwelchen Königinnen oder Königen, sondern dem Volk. Dem Volk, das unter Despoten leidet und unter gerechter Herrschaft gedeiht. Dem Volk, dessen Herzen ihr erobern wollt. Ihr Plan, um Westeros zu erobern, spaltete sich in zwei Teile. Während die Unbefleckten das Herz von Westeros, den Stein, einnehmen sollten, belagern die Tyrells und Martells Königsmund. Cersei organisiert derweil auch ihr Heer gegen Daenerys. Inzwischen legendär. In der Sklavenbucht ließ sie Hunderte der großen Meister kreuzigen. Und als sie dessen überdrüssig war, warf sie sie ihren Drachen vor. Neben den Lügen und der Propaganda, die Cersei schürt, gewinnt sie auch noch die Unterstützung der Tarlys. Als große Überraschung der Serie und große Enttäuschung gegenüber den Büchern wird uns die Ballista vorgestellt als Mittel im Kampf gegen die Drachen. Das Drachenhorn wird es somit leider nicht geben. Die feinsten Bogenbauer und Waffenschmiede in Königsmund haben Tag und Nacht geschuftet, euer Hoheit. Die Ballista ist aber nicht gänzlich neu, wie Qyburn sie betitelt. In der Geschichte gab es bereits einen Vorfall in Dorne, wo Rhaenys Drache Meraxes eine Balliste ins Auge bekam und mitsamt der Königin in den Tod fiel. Samwell Tarly fühlt sich währenddessen sehr hingezogen zu Jorah Mormont, der in Alsace seine Hoffnung auf die letzte Heilung ersucht. Eben er war es ja auch, der seinen Vater Jorah Mormont beim Sterben zusah. Schlussendlich führt Samwell die verbotene Behandlung von Meister Pylos durch und widersetzt sich somit den Anweisungen seines Erzmeisters. Arya Stark trifft wie erwartet auf heiße Pastete und erntet neben seiner Schmeichelei auch noch bedeutsame Neuigkeiten in Bezug auf ihren geliebten, Achtung, Halbbruder Jon. Jon Schnee kam mit einer Armee von Wildlingen von der Schwarzen Festung und gewann die Schlacht der Bastarde. Er ist jetzt König des Nordens. Auf ihrem Weg gen Norden gibt es ein Wiedersehen mit Nymeria. Diese hat sich aber entwickelt, genauso wie Arya. Sie will nicht mehr das Haustier einer jungen Dame sein. Sie hat jetzt Familie. Und wie wir uns erinnern, muss die Familie immer zusammenhalten. Jon und Sansa halten nun auch mehr zusammen. Jon hört Sansas Ratschläge an, aber entscheidet sich schlussendlich wieder einmal gegen sie. Er wird sich mit Daenerys treffen, um Hilfe gegen die White Walker zu ersuchen und vor allem das Drachenglas zu bergen, welches sich in einem immens großen Vorrat auf Drachenstein befindet. Sansa überlässt er den Norden und Peter Baelish lässt er mit einer Morddrohung links liegen, wieder einmal ein Stark, der Kleinfinger unterschätzt. Sansa muss nun klüger sein und Kleinfinger wortwörtlich einen Schritt voraus sein. Game of Thrones scheut sich auch nicht, uns schon in der zweiten Episode eine beeindruckende Seeschlacht abzuliefern, die man hätte besser nicht inszenieren können. Zwar nicht so lang wie der Battle of the Bastards, aber auch nicht zu kurz, um als unvollständig abgestempelt zu werden.
Endlich sieht man das Großmaul auch kämpfen und einem wird klar, warum Yuren sich zu einem neuen Antagonisten entwickelt hat, der die Buchrolle seines Bruders Victarion auch einnimmt. Daenerys' Plan, Westeros zu erobern, scheitert bereits am ersten und eigentlich einfachsten Schritt, die dornischen Truppen in Sansbear zu holen. Als Geschenk serviert Yuren Cersei Ilaria Sand samt ihrer jüngsten Tochter Tyenne. Ein Geschenk von hoher Bedeutung, denn nun kann Cersei endlich Rache nehmen an der Frau, die ihre einzige Tochter vergiftet hat. Yuren hat sich auch ein Geschenk mitgebracht, seine Nichte Asha, während der rückfallende Theon wieder zu Stinker geworden ist und nun zurück nach Drachenstein kehrt, um Daenerys zu berichten, was vorgefallen ist. Nächste Episode gibt es dann endlich das Aufeinandertreffen zwischen Jon und Daenerys und den Kampf um Casterly Rock. Im Winterfell wird es vermutlich endlich eine Wiedervereinigung der Starks geben, worauf wir uns schon seit Staffel 1, Episode 1 gefreut haben, nur leider ohne Jon.